Bücher. Wir haben gerade eine Freundin von Paulinchen abgeholt und wir fahren jetzt wohin genau? Ich fahre gleich um. Nach Leverkusen zum Drachenmond Verlag. Dürfen wir neues Material für noch nicht vorhandene Bücherregale holen. Fahren wir erstmal wieder Autobahn. Und da sind wir auch schon. Da hinten scheint schon die Party abzugehen. Und die Mädels sind kauffreudig und bereit, die ich hier mitgenommen habe. Ich stürze mich jetzt in eine Masse von Leuten, deren Hobby ich nicht verstehe, aber teilen muss. So viel gleichzeitig lesen? Ja, kann ich. Du nicht? Ach nee, du liest ja nicht, ne? Also hier im Hintergrund haben wir die ganzen Pakete, die Pauline sich schon vorbereiten hat lassen. Aber das wird wohl noch nicht alles sein, ja? Das ist ein Leseknochen, das ist für den Hund, damit er lesen kann. Okay, und mit dem Knochen kann man lesen, oder? Ja. Wann du den Knochen hast, in der Zeit kannst du lesen. Wenn du den weggibst, kannst du nicht mehr lesen. Ja, halt mal fest. Ja? Jetzt kannst du lesen. Wow! Eine völlig neue Welt! Den Larch auch fast. Tatsächlich. Und jetzt? Hey, Gronkh! So, wir sind ja beim Drachenmond Verlag. Wer hat dich hier abgestellt am Grill? Die Chefin. Die Chefin höchstpersönlich, ja. Sorgt dafür, dass es hier Essen gibt, ja? Natürlich. Herrlich. Möchtest du die Welt da draußen grüßen? Ich grüße die Welt da draußen. Hallo Wurst. Dankeschön. Dann auf geht's. Boah! Wir haben noch eine Mission. Es gibt hier irgendwo die Drachenmondkekse, die berühmten. Die Legende sagt, dass sie hier irgendwo sein müssten. Irgendwo. Konsistenz? Rund? Schokoladig. Schokoladig. Nimm einen mit. Von meinem. Der Kekscount sinkt bedenklich. Wir haben auch mittlerweile genug Bücher für Pauline gekauft und bringen jetzt erstmal zum Auto. Hallo. Wie heißt du? Pauline. Pauline. Ja. Wo geht's jetzt hin? Bücherjagd. Und der Rest? Poster. Das ist ja super motiviert hier. Okay. Jetzt nehmen wir mal das da. Das ist sonst noch eins. Ich muss noch mal zum Auge, ich muss noch Geld holen. Ich habe gerade gelungenes Marketing gefunden. Also besser geht's ja. Immerhin gibt es ja einen wunderschönen Stuhl, auf den man warten kann. Ich habe Angst. Wir spielen ein kleines Spiel. Pauline, hast du das? Ja. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Ich kann das den ganzen Tag machen. Hast du das? Nein. Welche hast du überhaupt? Wie läuft es in die falsche Richtung? In die falsche Richtung laufen wir. Und da geht's noch weiter. Also wir sind hier eine der wenigen Vertreter der männlichen Spezies. Kennen uns schon vom... Wie ist das Ding? Das war die Drachennacht. Und da ist noch einer. Wie fühlt sich das so an? Ich bin das mittlerweile gewöhnt. Okay, ich bin noch neu hier bei den anonymen Bucherholikern. Servus. Wirklich schön, ja. Der magische Moment. Ich habe direkt noch mehr Arbeit für dich. Ich hoffe, das ist eine Anlage für unsere Rente. Ist es nicht. Aber immer mehr, Schatz. Die fühlen sich herausgefragt in meinem Regal. Dankeschön. Einmal für Bambina. Ja. Moment. Ja, ist okay. Ja. Es ist soweit. Es gibt keine Kekse mehr. Also müssen wir dieses Gemüse hier essen. Afrikanischer Brokkoli oder sowas. Was hast du denn da? Für mich der Käse. Für dich ist der Käse, ja? Und das Waschmanagement? Ich hätte noch ein Würstchen für dich, so 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Party ist vorbei. Der Kekscounter ist auf Zero. Verdammt. Das ist vorbei. Astrid, du kannst hier dicht machen. Ich muss noch eine Kekse backen gehen. Ich habe keine Zeit. So, wie war es denn für euch? Super. Gerne wieder nächstes Jahr, Schatz. Es war okay. Es war teuer. Okay. Okay und teuer war es. Ich weiß nicht, wie die Ananas empfunden haben, aber für mich war es lecker. Ja. Essen war okay. Aber kann man nicht klagen.
Ab 100 Büchern kriegt man übrigens ein Regal geschenkt, habe ich gehört. Gehört. Was du alles hörst. Wasch dir mal wieder in die Ohren. Ich fand's ganz toll, dass ihr da wart. Nächstes Mal wieder, wenn es heißt, Robert bastelt oder so. Tür schließt. Übrigens habe ich direkt eine Kamera vorne rechts hier hingelegt. Wieso? Hast du noch Geld? Dann kauf mir noch mehr. Noch mehr. Aber fürs Erste reicht. Bis Frankfurt reicht's. Bis Frankfurt reicht's. Ich hoffe, das meinst du auch wirklich so. Bücher!